Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt VerbraucherInnen vor dem Verzehr von Champagner des Herstellers Moët und Chandon. Erneut sei in bestimmten Champagnerflaschen die Droge MDMA gefunden worden. Bei dem betroffenen Champagner handelt es sich um die 3-Liter-Flaschen der Sorte Ice Imperial. Von außen sind die betroffenen Flaschen zwar nicht zu erkennen, dafür lässt sich der Unterschied aber an der Farbe beim Ausgießen des Champagners erkennen. Die mit MDMA gefüllten Flaschen haben eine rötlich-braune Farbe, teilt die Verbraucherzentrale mit. Bereits im Februar wurde die Sorte Ice Imperial in Rheinland-Pfalz, Bayern und in den Niederlanden zurückgerufen. Dort wurde in den Champagnerflaschen derselben Marke und desselben Herstellers flüssiges Ecstasy gefunden. In Weiden in der Oberpfalz starb ein Restaurantbesucher, nachdem er von dem betroffenen Champagner getrunken hatte.